Moin, ich bin Pastor Frank Wessler. Schön, dass Sie da sind. Ja, und Sie haben eben richtig gelesen. Ihr habt richtig gelesen. Wir vermissen euch. Wir vermissen euch. Es ist tatsächlich so. Man sieht es ja jetzt an vielen Orten, an vielen Schulen auch, wo Kinder viele verschiedene schöne Bilder gemalt haben, Kunstwerke und oft dann auch diese Aufschrift, wir vermissen euch. Das heißt, wir vermissen euch Freunde, wir vermissen euch Lehrer sogar, Erzieher, wie auch immer, wir vermissen euch. Und uns geht es nicht viel anders. Uns vom Team von der St. Ansgari-Kirchengemeinde in Hagel, wir vermissen euch. Egal, ob in den Gottesdiensten, in den Gemeindegruppen, im Kirchenvorstand, in den Chorproben, Posaunenchor, was auch immer, was unsere Kirchengemeinde ausmacht. Natürlich auch in der Seelsorge. Wir dürfen ja immer noch keine Hausbesuche durchführen. Wir vermissen sie, wir vermissen euch. Es ist eine besonders schwierige Zeit gerade, denn wir haben ja jetzt schon einige Wochen hinter uns in dieser Ausnahmesituation, in diesem sogenannten Lockdown, wo quasi fast das ganze öffentliche Leben stillsteht. So nach und nach öffnen jetzt langsam wieder diverse Läden und in ein paar Wochen, in wenigen Wochen geht es dann mit den Schulen los. Aber viele hatten vielleicht gehofft, ja, jetzt öffnet nächste Woche gleich wieder ganz viel. Dem ist nicht so. Das ist eine schwierige Situation, weil wir nicht wissen, wie sich das alles weiterentwickelt. Im Moment sieht es ja positiv aus, dass wir hoffen können, dass wir nach und nach wieder, sagen wir mal, in ein Stück weit normalen Alltag zurückkehren werden, der nicht mehr so normal, nicht so sein wird wie vor der Corona-Krise. Vielleicht ist es ein bisschen so, ich hoffe, man kann das gut sehen, vielleicht ist es ein bisschen so wie bei einem Aufstieg auf einen Berg. Bevor wir hier nach Norddeutschland, nach Hagel kamen, nach Ostfriesland, da war es ja so, dass wir in der Schweiz gelebt haben. Und das war nicht weit von diesem Berg, den Sie hier hoffentlich gut sehen können in dem Bild, dem Sentis, 2500 und ein paar wenige Meter hoch. Und ja, wir, wenn wir jetzt das als Symbol nehmen, wie ein Aufstieg auf einen Berg, waren wir vor Mitte März ungefähr hier unten irgendwo und mussten den ganzen Gipfel rauf. Wir sind da noch nicht angekommen, liebe Gemeinde, hier und anderswo. Wir sind vielleicht irgendwo so auf der Mitte des Weges. Keiner weiß es genau. Vielleicht sind wir schon etwas weiter. Das wissen wir nicht. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht vorschnell alles öffnen, alles wieder ganz normal wird wie vorher und wir uns ins Leben stürzen, uns umarmen, so wie wir es ja vielleicht vorher gewohnt waren, die Hände schütteln bei der Begrüßung. Nein, Vorsicht, wir müssen das alles noch lange, lange aufsparen, außer jetzt im eigenen Haushalt. Es ist aber trotzdem etwas Positives dabei. Wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es auch viele Bergberichte, viele Geschichten von einem Berg. Ich nehme den Sentis jetzt mal gerade hier runter. Am Schluss zeige ich ihn nochmal. Wir kennen die Geschichten von Mose zum Beispiel, wo auch eine Krise vorher war. Das Volk war jahrhundertelang in der Sklaverei und dann haben sie es geschafft, zu flüchten, durch das Rote Meer zu ziehen und Mose musste danach auf einen Berg steigen, wo ihm dann, so heißt es, die 10 Gebote überreicht wurden. Dann gibt es auch die Geschichte von Elia, der auch an einem wichtigen Scheidepunkt in der Krise war, der auf dem Berg war und eigentlich kurz vorher keine Lust mehr hatte, eigentlich ja Suizidgedanken hatte, er wollte sich eigentlich fast das Leben nehmen, bis dann ein Engel kam und ihn geweckt hat oder ihn aus seinen Depressionen rausgerufen hat. Und Gott begegnet es auf einem Berg. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, Zuschauer, dass Sie nicht das Gefühl haben,
Wir sind hier noch ganz unten und wir schaffen das nie. Dieser Berg des Entes, da geht eine Seilbahn hoch, wunderbar, die nennt sich sogar Schwebebahn, da passen über 100 Leute rein in diese Gondelbahn. Wenn man ihn besteigt, ist er doch einiges schwerer zu besteigen. Und so kommt uns das jetzt vielleicht manchmal auch vor in dieser Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen, dass Sie positiv gestimmt sind, dass wir uns gewiss sind, wir sind hier, aber wir müssen einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, so wie man das beim Klettern auch muss, manchmal mit Kletterausrüstung. Hier auf den Sentes gibt es auch Möglichkeiten ohne Kletterausrüstung, aber es kann manchmal 200, 300 Meter senkrecht in die Tiefe gehen. Und lassen Sie uns auf der Hut sein, lassen Sie uns nach vorne schauen, nach oben, das ist wichtig, und darauf vertrauen, dass Gott uns auf diesem Weg nach oben führt, bis wir über den Berg sind, wie es so schön in einem Spruch heißt. Passen Sie auf sich auf, seien Sie vorsichtig beim Klettern, gehen Sie mit Gott, vertrauen Sie auf ihn und bleiben Sie gesund.